بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Vor Ramadan waren wir angekommen bei den Namen und Eigenschaften Allah Ta'alas. Wir hatten über das Prinzip dieser Namen und Eigenschaften oder den Umgang der Ahl Sunnah erwähnt gehabt. Also hatten wir beispielsweise den Tamthil angesprochen, die Vergleichung, den Ta'wil, die Umdeutung und so weiter. Heute wollen wir nochmal zurückkehren auf das Thema, aber etwas allgemeiner betrachtet, der Iman an Allah Ta'ala. Wir wollen den Tawhid, den Eingottglauben in der islamischen Theorie beziehungsweise den Monotheismus nochmal durchnehmen. Wie ist er im Islam zu verstehen? Wie ist er gefächert? Was fällt darunter? Was fällt nicht darunter? Und Dinge, die irgendwie halt damit in Relevanz stehen, wie zum Beispiel die Begriffe Al-Ibadah, weil wenn wir vom Tawhid reden, der markanteste Teil des Tawhid, der den islamischen Tawhid ausmacht, ist die Vereinheitlichung Allah Ta'alas in der Anbetungswürdigkeit oder der Berechtigung, angebetet zu werden. Da geht dann natürlich kein Weg dran vorbei, sich auch die Frage zu stellen, was ist denn die Ibadah überhaupt? Was gehört dazu, was gehört nicht dazu? Gibt es Handlungen, die manchmal Ibadat sein können und manchmal als Ibadah ausfallen? Also eine und dieselbe Handlung, äußerlich betrachtet, ist zuweilen eine Ibadah und zuweilen fällt sie aus, also zählt nicht mehr als eine Ibadah. Gibt es sowas? Diese Fragen wollen wir in den letzten Unterrichten zum Iman an Allah Ta'ala abklären. Das heißt, vielleicht heute, vielleicht noch ein weiterer Unterricht und dann gehen wir weiter zur nächsten Säule des Iman, zur zweiten, Al-Imanu bil-Rusul, der Iman an die Gesandten Allahs. Einiges, was ich hier sagen werde, ist euch bestimmt bekannt. Das sind triviale Sachen, die ihr hier und da bestimmt schon mal gehört habt. Aber wegen der Vollständigkeit wollen wir das trotzdem nochmal erwähnen. Dazu zählt unter anderem die Gliederung des Tawhid, die Einteilung des Tawhid. Ihr habt sicherlich gehört, dass es drei Kategorien gibt, die Ahlul Ilm hier aufzählen oder nennen. Das ist einmal der Tawhid in der Rububiyya Allah Ta'alas. Das heißt Tawhid al-Rububiyya. Das heißt in der Herrschaft Allah Ta'alas oder in den göttlichen Handlungen. Wenn wir vom Tawhid al-Rububiyya sprechen, dann reden wir von den göttlichen Handlungen. Dann haben wir den Tawhid der Uluhiyya, wird auch genannt Tawhid al-Ibadah oder Tawhid al-Ilahiyya, Tawhid al-Irada wal-Qasd, Tawhid al-Mahabba, sind alles die gleichen Bezeichnungen für ein und dasselbe. Das ist die Vereinheitlichung Allah Ta'alas in der Ibadah oder beziehungsweise in dem Anbetungsrecht. In dem Anbetungsrecht. Das ist allgemeiner. Dieser Ausdruck ist allgemeiner. Warum, werde ich später erklären. Dann haben wir den Tawhid al-Asma wa al-Sifat, das heißt die Vereinheitlichung Allah Ta'alas in seinen Namen und Eigenschaften. Das haben wir bereits detailliert in den letzten Unterrichten erwähnt, daher werden wir das nicht wiederholen. Wir beginnen mit dem Tawhid der Rububiyya. Tawhid al-Rububiyya. Und meistens beginnen die Ahlul Ilm mit diesem Tawhid, wenn sie über den Tawhid sprechen. Wisst ihr warum? In den meisten Werken sehen wir, dass sie tatsächlich mit dem Tawhid der Rububiyya beginnen. Weshalb? Oder vorher eine Frage, damit wir überhaupt die Relevanz oder die Wichtigkeit dieser Frage verstehen. Diese Frage ist, hat Allah Ta'ala die Propheten entsandt wegen dem Tawhid der Rububiyya oder wegen dem Tawhid der Uluhiyya? Die Antwort ist also, wegen dem Tawhid der Uluhiyya, der Anbetung. Das war der Beginn jeder Da'wah der Propheten hat mit diesen Worten begonnen. Bedient Allah Ta'ala, ihr habt keinen anderen Ilah außer ihm. Warum beginnen sie dann mit dem Tawhid der Rububiyya? Was hat das denn für einen Sinn? Ganz einfach.
Der Tawhid der Rububiyya, also wenn du daran glaubst, wenn du den Tawhid der Rububiyya verinnerlichst und an ihn glaubst, er erfordert und er zwingt den Tawhid der Uluhiyya. Anders ausgedrückt, der Tawhid der Rububiyya ist eigentlich ein Beweis, ein Argument für den Tawhid der Uluhiyya. Das werden wir auch sehen, wie das, inwiefern das so ist. Der Tawhid der Rububiyya bedeutet der Glaube an die Herrschaftsgewalt Allah Ta'alas, an die Oberhoheit Allah Ta'alas. Es bedeutet ebenfalls, dass man Allah Ta'ala alle exklusiv zustehenden Handlungen, wir reden hier von Handlungen Allah Ta'alas, nicht von deinen Handlungen, alle ihm exklusiv zustehenden Handlungen oder ich nenne es mal göttliche Qualitäten, ich nenne es mal so, göttliche Qualitäten, ihm alleine zuzuschreiben. Zum Beispiel das Erschaffen. Das Erschaffen, absolut, das absolute Verfügnis über Schaden und Nutzen. Das Absolute. Warum sage ich absolut? Weil in einer gewissen Weise bedingtes Verfügen hat der Mensch auch, oder nicht? Jeder von uns hat ein bedingtes Verfügen über Nutzen und Schaden, oder nicht? Deswegen sage ich absolutes Verfügen über Nutzen und Schaden, das Walten der Angelegenheiten, der Dinge und so. Das sind alles, oder das absolute Verfügen über Leben und Tod, das sind Qualitäten der Rububiyya, Göttlichkeit. Der Tawhid der Rububiyya bedeutet dann in diesem Falle, dass man diese ihm exklusiv zustehenden Eigenschaften auch bei ihm belässt, sie nicht auf andere überträgt. Das ist der Tawhid der Rububiyya, ist mal ganz grob zusammengefasst. Wer diesen Teil des Imans an Allah Ta'ala anerkennt und akzeptiert, der ist eigentlich, wenn man das als logische Konsequenz betrachtet, ist er daran verpflichtet oder er ist dann genötigt, auch Allah Ta'ala in der Anbetung zu vereinheitlichen. Das ist unabdingbar für ihn in diesem Fall. Und das sehen wir im Koran mehrfach. Wenn du den Koran liest, wirst du immer wieder feststellen, dass Allah Ta'ala diese Anerkennung oder diese Erkenntnis der, zum Beispiel der Quraysh oder der Araber im Allgemeinen, als Argument gegen sie angewandt hat. Als Argument gegen sie angewandt hat, als Argument gegen ihre Vielgötterei in der Anbetung. Er hat sie also sozusagen darauf hingewiesen, hier, ihr glaubt doch an diesen und diesen und diesen Punkt. Dieser Sachverhalt erfordert aber auch, dass ihr ihn in der Anbetung vereinheitlicht. Also er hat das zum Argument gegen sie gemacht, ihre eigene Anerkennung. Das sehen wir in einigen Stellen, zum Beispiel in der Aussage Allah Ta'alas, أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ. Ist denn der das Verfügnis hat, zu erschaffen, gleich dem, der nichts erschafft. Was heißt erschaffen eigentlich? Wenn wir vom Schöpfungsakt reden, man sagt auch in der Umgangssprache, Künstler sind Schöpfer. Sahih? Sie schöpfen Dinge. Aber wenn wir vom Schöpfungsakt sprechen, der nur eine göttliche Qualität darstellt, dann meinen wir damit, Dinge aus dem Nichts hervorzurufen. Dinge aus dem Nichts zu erschaffen. Ist denn jemand, also umformen und so weiter, gehört nicht direkt dazu. Also ich meine, es ist eine Form des Schaffens, aber es ist nicht eine Form des Schaffens, die nur Allah Ta'ala zugeschrieben wird. Umformungen können auch seine Geschöpfe vornehmen. Ist jemand, der nicht erschafft, umgekehrt, ist jemand, der erschafft, wie jemand, der nichts erschaffen kann? Diese Frage, das ist eine rhetorische Frage. Das heißt, hier müssen wir zwei Dinge beachten. Zu einem waren sie der Auffassung, die Quraysh und die Araber, die hier angesprochen sind, dass Allah Ta'ala der Schöpfer ist. Sahih. Und zum anderen waren sie auch der Auffassung, oder es war ihnen bewusst, dass andere neben Allah Ta'ala dieses Verfügnis oder die Macht zum Erschaffen nicht haben. Deswegen ist es eine rhetorische Frage. Das heißt, die Antwort, ihre Antwort ist, nein, sie sind nicht gleich. Wer erschaffen kann,
und wer unfähig ist zu erschaffen, sind nicht identisch, sind nicht gleich. Und dann sagt Allah Ta'ala, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Und wenn ihr die Gnaden Allahs aufzählen wolltet, würdet ihr es nicht können. Hier ist nebenbei ein Thema des Usul al-Fiqh, den wir aus diesem Vers ableiten können. Das Wort, das Allah Ta'ala hier verwendet, Ni'mat Allah. Ni'ma ist Mehrzahl oder Einzahl? Ni'ma ist Einzahl. Eine Ni'ma. Richtig? طيب. Aber wenn ihr genau hingehört habt, ich habe es wie übersetzt, ich habe gesagt, wenn ihr die Gnaden, die Gaben Allahs aufzählen wolltet, so könntet ihr es nicht tun. Warum habe ich das in die Mehrzahl übersetzt? Das ist eine Regel des Usul. Eine Einzahl, die einem anderen Wort beigefügt wird, wie das hier der Fall ist, Ni'mat Allahi, Gnade Allahs. Das ist ein Ausdruck des Umum, das heißt, es ist eine Verallgemeinerung. Also es geht hier nicht um eine einzige Ni'ma, weil eine einzige Ni'ma kannst du aufzählen oder nicht. Wenn es nur eine ist, kann man sie aufzählen. Das heißt, hier geht es um die Mehrzahl, auch wenn das Wort in der Einzahl steht. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Hier werden einige Eigenschaften Allah Ta'ala aufgezählt im Kontext des Tawhid. Und Allah weiß, was ihr von euch kundgibt und was ihr verbergt. Und dann kommt jetzt nochmal zum Abschluss, die Konsequenz des Satzes Nummer 1. Also war der Satz Nummer 1, ist jemand, der erschaffen kann oder erschafft gleich dem, der nicht erschafft. Was ist die Konsequenz davon? Die Konsequenz erwähnt Allah Ta'ala in dem letzten Vers. Er sagt, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٌ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Hier kritisiert Allah Ta'ala sie und schmäht sie für ihr Tun. Er sagt, und jene, die sie neben Allah aufrufen, anbeten. Hier wird jetzt nochmal die Anbetung explizit erwähnt. Am Anfang war nicht die Rede von der Anbetung oder vom Aufrufen. Es wurde einfach nur eine Frage gestellt, eine rhetorische Frage. Sind sie gleich? Sind sie nicht gleich? Und jetzt wird die Anbetung mit ins Spiel gezogen. Und jene, die sie neben Allah anbeten, aufrufen, verherrlichen, vergöttern, was ist mit ihnen? لا يخلقون شيئا. Sie schaffen nichts. Sie haben nicht die göttlichen Qualitäten. Sie haben keine göttlichen Qualitäten. Und sie wissen, dass sie keine göttlichen Qualitäten haben. Sie haben keine göttlichen Qualitäten. Haben sie eine Art göttlichen Ursprungs? Ich nenne es mal jetzt so. Das heißt, teilen sie gewisse Eigenschaften. Also die Fähigkeiten sind nicht göttlich, aber teilen sie gewisse Eigenschaften, wie zum Beispiel, dass sie urewig sind, dass sie unerschaffen sind. Dann sagt er sagt hier, la yakhluquna shay'an, sie schaffen nichts, noch was, wahum yukhlaqun, und sie sind selbst geschaffen. Was heißt es, sie sind selbst geschaffen? Das heißt, sie haben mal nicht existiert und sind irgendwann in Existenz getreten. In Existenz gekommen. Das heißt, sie sind abhängig. Sie sind abhängig von anderen, oder nicht? Sie sind abhängig von jemand anderem. Ja, jemand kann nicht in Existenz kommen, nur aus sich selbst heraus. Er ist abhängig in seiner Existenz, in seinem Entstehen von äußerlichen Einflüssen. Das heißt, sie sind abhängig. Und dann schließt Allah Ta'ala diesen Vers ab mit der Feststellung, Amwatun ghayru ahya. Amwat, unlebendig, tot, nicht lebendig, und sie wissen nicht, sie fühlen nicht, wann sie auferstehen werden. Ein anderer Vers aus dem Koran, der auch darauf hinweist, dass der Tawhid der Rububiyya den Tawhid der Uluhiyya zur Konsequenz hat. Und deswegen fragt Allah Ta'ala sie an einer anderen Stelle, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Und wenn du sie fragst, wer hat die Himmel erschaffen und die Erde, wer hat den Mond und die Sonne dienstbar gemacht,
dann werden sie sagen, gewiss Allah. طيب, was ist dann? Dann sagt Allah Ta'ala, فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. Warum lassen sie sich dann abwenden? Warum lassen sie sich abbringen? Abbringen von was? Abbringen von der alleinigen Anbetung Allah Ta'alas. طيب. Und an einer dritten Stelle sagt er, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَبَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Und wenn du sie fragst, wer sendet Wasser vom Himmel nieder und belebt damit die Erde nach ihrem Tod, dann werden sie sagen, gewiss Allah. Sprich, aller Preis gebührt Allah, Alhamdulillah, doch die meisten von ihnen begreifen nicht. Warum sagt Allah Ta'ala in diesem Kontext, dass ihm aller Preis und Lob gebührt? Yani alles Lob und Preis gebührt ihm, der ihnen keine Hujja gelassen hat in ihrem Schirk. Er hat ihnen kein Argument gelassen für die Rechtfertigung ihres Schirks. Und ein vierter Vers, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ, wieder ähnlich. Und wenn du sie fragst, wer die Himmel und die Erde erschaffen hat, dann sagen sie gewiss Allah. Und der Koran drückt es so aus, dass wir daraus verstehen können, dass es sich hierbei um eine verbürgte, sichere Sache bei ihnen gehandelt hat. Denn sie sagten nicht, Allah Ta'ala sagt nicht, dass sie sagten, Yaqulun, sondern Yaqulunna. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Hier in dem Ausdruck des Koran ist eine Bekräftigung. Das nennt man nun Tawkid, nun der Bekräftigung. Das sage ich nur, wenn ich etwas, wenn mein Gegenüber beispielsweise Zweifel hat in einer Sache, ja. Und ich bekräftige etwas, um diese Zweifel bei ihm aufzuheben. Beispielsweise sage zu jemandem, heute habe ich so und so getroffen. Eine berühmte Person, eine berühmte, geachtete Person. Und es ist nicht gewöhnlich für jemanden wie mich, eine derartige Person zu treffen. Und dann er wird Zweifel haben in dem, was ich sage. Und deswegen bekräftige ich das. Also ich betone es. Ich betone es etwas anders, sodass es eine gewisse Sicherheit vermittelt. Und das ist auch hier der Fall. Allah Ta'ala sagt, لَا يَقُولُنَّ اللَّهُ. Und dann kommt wieder die Konsequenz. Die Konsequenz, قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةِ هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Und wenn du sie fragst, wer schuf die Himmel und die Erde, dann sagen sie Allah. طيب, die Konsequenz, sprich, seht ihr denn, was ihr neben ihm anbetet oder aufruft? Wenn Allah mir Schaden, das ist eine rhetorische Frage wieder, wenn Allah mir Schaden zufügen will, können sie den Schaden entfernen? Oder wenn er mir Barmherzigkeit erweisen will, können sie seine Barmherzigkeit zurückhalten? Ihre Antwort ist nein. Also wir sehen, dass der Tawhid der Rububiyya im Grunde genommen keine Angelegenheit war, der im Grunde genommen von niemandem bestritten wurde. In den zumindest bis vor einigen Jahrhunderten. Und deswegen sagt Al-Imam ibn Abi al-Izz al-Hanafi, hanafitischer Faqih, der eine Erläuterung zu der Al-Aqidah al-Tahawiyyah geschrieben hat. Die al-Tahawiyyah ist auch von einem hanafitischen Gelehrten, der aus dem 4. Jahrhundert ist. Ich glaube, der ist 2 Jahre nach Abu Ibn Jarir gestorben, also 312, bin mir aber nicht mehr sicher. Er hat eine Erläuterung dazu geschrieben. Das ist eine der wichtigsten Aqidah-Bücher und nach meinem persönlichen Empfinden eines der ausführlichsten und besten Aqidah-Erläuterungen. Sie ist nämlich sehr umfangreich,
beinhaltet fast alle Aspekte der Aqidah. Im Gegensatz zum Beispiel die Wasitiyya, die wir mal begonnen hatten. Die Wasitiyya ist nicht umfangreich. Sie beinhaltet nur gewisse Aspekte der Aqidah. Die Tahawiyya ist umfangreicher, deckt fast alle Bereiche. Wobei aber diese Erläuterung von Ibn Abi al-Izz al-Hanafi etwas kompliziert ist. Und man sollte sie nur lesen, nachdem man Grundlagen gelernt hat in verschiedenen Bereichen, verschiedene wissenschaftliche Bereiche, sonst wird es kompliziert, kann auch irreführend sein. Nicht jedes Buch ist für jedermann geschrieben worden, das ist eine wichtige Sache, die viele nicht bedenken und sich dann auf Bücher stürzen, die gar nicht für sie gemacht worden sind, nicht für sie geschrieben worden sind. Deswegen habe ich schon mal erwähnt, der Al-Imam, der malikitische Rechtsgelehrte und Faqih Al-Shatibi, der zwei berühmte Werke geschrieben hat. Einmal das Buch Al-Muwafaqat im Usul al-Fiqh und im Maqasid der Scharia, die Zwecksrationalität der Scharia. Und einmal ein Buch über die Bid'a, das nennt sich Al-I'tisam. Zwei sehr wichtige Bücher. Er hat in seinem Buch Al-Muwafaqat am Anfang geschrieben, er sagte, ich erlaube niemanden, dieses Buch zu lesen, außer nachdem er ausreichend gesättigt ist von den Wissenschaften der Scharia. Erst danach ist dieses Buch geeignet für die Person. Das heißt, nicht jedes Buch ist für jedermann. Auf jeden Fall, was ich hier sagen wollte, ist, dass Ibn Abi al-Izz al-Hanafi hier etwas feststellt über den Tawhid der Rububiyya. Und zwar, dass es gab keine Bewegung in der Menschheit oder keine religiöse Ausrichtung oder philosophische Ausrichtung, die nennenswert ist, die den Tawhid der Rububiyya, also den, unter anderem auch die Existenz Allah Ta'alas, in Frage gestellt hat. Er sagt hier, keine bekannten Menschen, also er meinte als Gruppe oder philosophische Weltanschauung oder sonst etwas, keine bekannten Menschen haben jemals die Wahrhaftigkeit dieses Aspekts des Tawhid, der Rububiyya, bestritten. Dann nennt er eine der Gründe, warum das nicht passiert ist, dass es eine innere Tendenz dazu gibt. Er sagt, in Wahrheit haben die Herzen eine innewohnende Tendenz daran zu glauben, also an Tawhid der Rububiyya oder an die Existenz eines höheren Wesens, mehr als für jede andere Wahrheit oder Existenz. Die Gesandten, wie Allah Ta'ala erwähnte, befragten ihre Leute über diesen Glauben auf die folgende Weise. Afillahi shakk fatirus samawati wal ab. Gibt es etwa Zweifel an Allah, dem Schöpfer der Himmel und Erde? Das ist auch eine rhetorische Frage. Und dann erwähnte er ein Beispiel für eine Person, die aber doch bekannt dafür ist, dass sie den Tawhid der Rububiyya bestritten hat, nämlich Pharaon. Er sagt, die Person, die am berüchtigsten ist, wegen seiner Ignoranz oder Abweisung der Existenz Allah Ta'alas, war Pharaon. Aber innerlich war er auch überzeugt davon, dass die Existenz Allah Ta'alas eine Wahrheit ist oder im Allgemeinen, dass das, womit Musa gekommen war, die Wahrheit ist, wie Allah Ta'ala berichtet, dass Musa ihn ansprach mit folgenden Worten. Er sagte, لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرٍ. Du weißt, Musa spricht Pharaon an. Alimt. Al-Ilm bedeutet Überzeugung, Gewissheit zu haben. Du weißt, dass das, was offenbart worden ist, Basair, das heißt Zeichen oder ja, Zeichen sind vom Herrn der Himmel und der Erde. Und Allah Ta'ala berichtet auch über Musa, Pharaon direkt, er sagt, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. Sie haben sie verleugnet
Innerlich waren sie aber überzeugt. Warum haben sie verleugnet? Aus Hochmut und Eitelkeit. Hier ist eine Sache nebenbei, die jetzt nichts mit der Aqida zu tun hat. Aber die Art und Weise, wie Musa mit Pharaon gesprochen hat. Musa, der Prophet, der zu den Ulul Azm gehört. Die Ulul Azm sind 5 Propheten. Oder nicht? Die Ulul Azm, das heißt, die besonders sozusagen taffen Propheten, sind 5, wegen ihren Anstrengungen, Aufopferungen. Das sind Nuh, Musa, Ibrahim, Musa, Isa und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die werden gemeinsam zum Beispiel in der Surah Shura erwähnt, alle 5 der Reihe nach. Und dann haben wir auf der anderen Seite Pharaon, den, also wenn man sich einen Tyrannen vorstellen will, dann muss man nur Pharaon erwähnen. Und wenn man den Koran betrachtet, dann wirst du auch sehen, dass der größte Tyrann, der im Koran beschrieben wird, Pharaon selbst ist. Also es gibt keine größere Tyrannerei, als dass man sagt, Ana Rabbukum al-A'la. Er sagte das ja zu seinen Leuten, er sagt, ich bin euer allerhöchster Herr. Ich bin der allerhöchste Herr für euch. Und er sagte, Ma urikum illa ma ara. Das heißt sozusagen, ihr habt nur das zu tun oder das zu glauben und zu denken, was ich denke und sehe. Aber die Art und Weise, wie Musa ihn hier angesprochen hat, ist das Interessante an der Sache. An einer anderen Stelle im Koran sehen wir zum Beispiel, dass er zu Frauen geht und sagt, er sagt, Allah Ta'ala sagt, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Geht zu Pharaon, also Musa und Harun, und sagt zu ihm sanfte Worte, قَوْلًا لَيِّنًا. Das heißt, die Art und Weise, wie man mit Leuten in der Da'wah spricht, muss ausgezeichnet sein oder diese Eigenschaften haben. Al-Lin al-Kalam. Und das ist ganz interessant im Koran, etwas, was damit auch zu tun hat. Ihr wisst, im Koran werden die Menschen immer wieder angesprochen durch verschiedene Formen der Ansprache. Ya ayyuhalladhina amanu ist eine der Ansprachen. Überall über den Koran verteilt siehst du das. Was haben wir noch? Ja, ayyuhan nas, o ihr Menschen. Da haben wir auch Ja, ayyuhalladhina kafaru. Haben wir das auch? Wir haben, o ihr Menschen, o ihr, die Iman habt. Haben wir auch diese Ansprache, Ja, ayyuhalladhina kafaru, oder nicht? Nur ein einziges Mal im Koran werden die, natürlich ist im Koran immer wieder die Rede von den Kuffar, sagt zu den Kuffar und die Kuffar sagen dies und machen das. Aber diese Ansprache, dass Allah Ta'ala sie so anspricht, Ja, ayyuhalladhina kafaru, ist nur an einer einzigen Stelle im Koran. Und wisst ihr, in welchem Kontext? In einem Kontext, in dem die Sache bereits abgeschlossen ist, und die Kuffar gänzlich verzweifelt sind, es gibt also keinen Rückweg mehr für sie, ihre Sache ist beendet. In der Aussage Allah Ta'alas, Ya ayyuhalladhina kafaru, la ta'taziru al-yawm, innama tujzawna ma kuntum ta'malun. O ihr, die ungläubig seid, o ihr Kuffar, entschuldigt euch heute nicht. Das heißt, wann ist das? Am Tag der Auferstehung. Ihr werdet heute nur das zu sehen bekommen, was ihr sozusagen geerntet habt. Das heißt, Allah Ta'ala spricht sie mit diesem Namen, mit dieser Ansprache nur dann an, wo die Sache bereits beendet ist. Was für einen Grund hat das? Weil in der Dunya, solange sie auf der Welt sind, besteht Hoffnung für sie. Ihre Sache ist noch nicht abgeschlossen.
Und deswegen hat er sie in der Dunya immer mit den Worten Ya ayyuhan nas angesprochen. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, o ihr Menschen, dient eurem Herrn. Aber dieser Fall ist in der Akhira. Ein Vers davor spricht Allah Ta'ala die Gläubigen an, aber bezogen auf die Dunya. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alayha mala'ikatun ghiladun shidad. O ihr, die Iman habt, qu anfusakum wa ahlikum, rettet euch selbst oder schützt euch selbst und eure Angehörigen vor dem Feuer, vor dem lodernden Feuer. Hier ist auch eine ganz interessante Sache. Hier geht es unter anderem um die Erziehung. Denn wenn Allah Ta'ala sagt, du sollst deine Angehörigen vor dem Feuer retten, das bedeutet nichts anderes, als dass du sie erziehen sollst, oder? Anders kannst du sie nicht retten. Du kannst nichts anderes für sie machen. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Fatima, seiner Tochter, er sagte, O Fatima, salini min mali ma shi't. Bitte mich um mein Vermögen oder nimm von meinem Vermögen, was du willst. Dann sagte er, la amliku laki min Allahi shay'an. Aber gegen Allah kann ich für dich nichts anrichten oder ausrichten. Was ich hier aber sagen möchte, ist, das Wort, das Allah Ta'ala hier verwendet für diese Rettung oder für das Schützen, dieses Wort besteht nur aus, die Befehlsform, die Allah Ta'ala hier ausgewählt hat, an dieser Stelle besteht nur aus einem einzigen Buchstabe. Ein einziger Buchstabe. Das Verb lautet in der Vergangenheit Waqa. Waqa heißt schützen, retten. In der Gegenwart Yaqi. In der Imperativsform, also Aufforderungsform, Qi. Ein einziger Buchstabe. Warum hat Allah Ta'ala hier dieses Wort genommen, nicht etwas Längeres? Es gibt ja auch andere, zum Beispiel Ihfazu. Ihfazu besteht dann aus drei Buchstaben. Eine der Möglichkeiten ist, weil er hier ausdrücken möchte, dass die Dawa oder die Erziehung der Familie, die du vornimmst, die Allah Ta'ala dir hier zur Aufgabe macht, weniger Worte beinhalten soll. Weniger Worte und mehr Taten. Sprech nicht viel in der Erziehung. Also die Erziehung soll keine Dressur sein. Erziehung durch Vorbildsfunktion. Erziehung durch Vorleben. Das ist ein Unterschied. Das ist einer der Unterschiede zwischen Dressur und Erziehung. Und deswegen benutzt er hier ein Verb, das nur einen einzigen Buchstaben hat. Ru. Und dieser Unterschied zwischen Erziehung und Dressur ist wirklich sehr wichtig für die Entwicklung auch der Kinder. Und deswegen lese ich euch hier mal etwas vor. Ein Unterschied, der Mann hat das sehr schön zum Ausdruck gebracht, was der Unterschied zwischen Erziehung ist und Dressur. Denn in der Realität ist vieles von dem, was wir machen, auch mit unseren Kindern oder anderen, das ist Dressur und keine Erziehung. Was sagt er hier? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von dem gehört habt. Izetbegovic, habt ihr schon mal von ihm gehört? Nicht? Okay. Er sagt ja etwas ganz Interessantes. Folgendes. Das ist ein bisschen ein etwas größerer Abschnitt. Danach machen wir Schluss. Er sagt, deswegen ist Dressur im Großen und Ganzen insoweit machtlos, als es um den wirklichen moralischen Standpunkt des Menschen geht. Bei einem Soldaten können sie durch Dressur die Eigenschaften der Ausdauer, Geschicklichkeit und Kraft entwickeln. Durch Dressur können sie bei ihm aber nicht das Gefühl der Ehre, Würde, Begeisterung und des Mutes erzeugen. Diese letzteren sind Eigenschaften der Seele. So viele Male hat es sich gezeigt, dass es nicht möglich ist, durch Gesetze, Terror, Druck, alle Arten von Gewalt und Zwang irgendeine Überzeugung
oder ein Verhalten aufzudrängen. Jeder Pädagoge hingegen weiß, wie beständige Ausrichtung in eine Richtung bei Kindern manchmal zum Widerstand und darauf zur Geburt der Neigung und des Wunsches nach dem vollkommenen Entgegengesetzten führen kann. Dies kommt vom Charakter des Menschen. Dressur ist dem Menschen gegenüber unmöglich, da dieser eine Seele hat. In der Machtlosigkeit der Dressur und der Ungewissheit der Erziehung liegt der Beweis dafür, dass der Mensch ein Wesen mit einer Seele ist und daher von Freiheit geprägt ist. Jetzt kommt der Teil, über den er über die richtige, über Erziehung spricht. Was ist Erziehung? Er sagt, deswegen ist jede wahrhafte Erziehung im Wesentlichen nur Erziehung und als solche die Verneinung der Dressur. Das Ziel der wahren Erziehung ist nicht, den Menschen unmittelbar zu ändern, denn dies ist streng genommen auch gar nicht möglich, sondern, jetzt kommen die Bestandteile der Erziehung, aus was besteht Erziehung, sondern durch das Vorbild, den Ratschlag, den Auftritt oder irgendetwas anderes, einen inneren Fluss von Erlebnissen in Gang zu bringen, eine insgesamt innere Entscheidung zugunsten des Guten zu erwirken. Ohne dies gibt es keine wahre Änderung des Menschen. Es wird lediglich eine Änderung im Verhalten erreicht, also äußerlich, oberflächlich. Es wird lediglich eine Änderung im Verhalten erreicht, die geheuchelt oder völlig vorübergehend sein kann. Das Verhalten, welches unser tiefstes Wollen nicht anregt, das oberflächlich bleibt, ist keine Erziehung, sondern Dressur. Erziehung schließt unseren eigenen Beitrag mit ein, unsere eigene Anstrengung. Deswegen ist das Resultat der Erziehung immer verschieden und unvorhersehbar. طيب, auf jeden Fall das zu dem Tawhid der Rububiyya und der Erziehung. Wir begnügen uns damit heute. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد